Hallo und herzlich willkommen zu KiteBuilders, dem YouTube-Channel von Drachenflieger für Drachenflieger. Wir sind heute ganz oben im Norden von Deutschland, näher bezeichnet in Husum. Und wir dürfen zu Gast sein bei einem der begnadesten Drachenbauer Deutschlands, bei Rainer Hoffmann. Rainer, schönen guten Tag. Hallo Ralf. Rainer, dieses Treffen hier ist eine richtige Freude für mich, weil du bist für mich so eine richtige kreative Quelle der Freude. Ich meine, du bist schon einige Jahre in der Drachenszene, 86, 85. Ja, genau. Aber was du so in den letzten Jahrzehnten auf den Markt gebracht hast, es ist Wahnsinn. Also Hochachtung davor. Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du überhaupt zum Drachenfliegen gekommen? Eigentlich hat sich das nur durch einen Zufall ergeben. Meine Frau und ich sind damals in St. Peter-Ording spazieren gewesen, 1986. 86, ja. Genau. Und dann sind wir den langen Steg runterspaziert und dann sah ich in der Ferne ganz viele Punkte. Ganz viele Punkte. Und dann sagte ich zu meiner Frau, was ist das denn? Da möchte ich mal gucken. Und dann sind wir dahin spaziert und die Punkte wurden immer größer und dann habe ich die Drachen erkannt. Und da war dann ein junger Mann und der hatte eine Flexi-Folle, ich glaube mit 3,80 Meter oder 2,80 Meter, weiß ich jetzt nicht, und eine gewaltige Stange und ließ sich damit über den Sand ziehen. Mhm. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, oh, das möchte ich auch. Das hört sich so an wie der klassische Einstieg, erstmal den Drachen. Ja, genau. Klar. Der Klassiker, den wir ja schon oft gehört habe. Ja. Ich wollte dann eben einen Flexi verkaufen, bin dann gleich in den Drachenladen, habe den Preis gesehen und das war mir natürlich dann viel zu teuer. Dann bin ich angefangen, als der Drachenbesitzer mir sagte, es gibt die auch eine Nummer kleiner mit 1,80 Meter Spannweite, habe ich erst eine Flexi voll mit 1,80 Meter gekauft, dann noch später eine zweite dazu und noch eine dritte. Und oft bin ich dann zum Drachenstein gewesen und habe mit den Leuten gesprochen und es waren auch doch einige schon dazwischen, die dann Sachen selber gebaut haben. Die sagten zu mir, Mensch, warum baust du nicht selber Drachen? Das macht Spaß. Wann war das? Auch schon 86? Nee, so viel war das nicht. Das war 87, 88. Okay. Ja. Und da habe ich gesagt, wie soll das denn funktionieren? Und dann haben die mir das erzählt, dass man dann eben die Spinnacker mit Nähmaschine dann eben zusammennähen kann. Und dann habe ich dann gesagt, ich und nähen, also das kommt überhaupt nicht in Frage, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja, irgendwann hatte ich dann doch mal die Idee, vielleicht selber einen Drachen zu bauen und habe dann die alte Nähmaschine von meiner Mutter bekommen und damit auch die ersten selbstgebauten Drachen dann hergestellt. Und die Mutter hat dir dann auch das Nähen beigebracht oder war das die Nein, Frau überhaupt nicht. Das habe ich dann selber auch alles beigebracht. Ja, genau. Okay, learning by doing. Ja. Okay. Doch, ich habe, glaube ich, noch mal meinen ersten Lenkdrachen. Ich habe das Gestänge dann rausgenommen, aber das Segel habe ich noch. Und wenn ich mir jetzt die Nähte angucke, dann frage ich mich, wie der Drachen überhaupt geflogen ist. Was war denn dein erster selbstgebauter Drachen? Der erste selbstgebaute Drachen, das war, ich glaube, er hieß Vektor von Wolfgang Schimmel, finde ich. Okay, aus dem Buch. Aus dem Buch, genau. Okay. Das ist auch mein erstes Drachenbuch gewesen von ihm. Okay. Und dann folgten wahrscheinlich weitere nach Bauanleitungen? Ja, der erste Einliner-Drachen war dann ein Snowflake. Und irgendwann hat mir das dann nicht mehr genügt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt willst du mal was Eigenes versuchen. Und so bin ich dann langsam eben immer mehr eingestiegen, bis ich nachher dann eben gar keine Drachen nach Bauanleitung mehr gebaut habe. Wurde es zu langweilig, Bauanleitung? Oder wie kam der Schritt von Bauanleitung dann zu sagen, nee, jetzt versuche ich was Eigenes? Also, wo der Schritt jetzt genau gewesen ist, weiß ich nicht. Das war eigentlich fließend. Das kann ich jetzt also gar nicht genau festlegen. Es wurde auf jeden Fall so, dass ich mehr eigene Ideen hatte, als dass ich jetzt eben fertige Drachen dann einfach nur kopieren wollte. Wir befinden uns aber immer noch in dem Drachengebiet, weil Rainer Hoffmann heute ist ja nicht nur Drachen, sondern auch ganz viele andere Sachen. Jetzt, also in den 90er Jahren sind wir immer noch im Drachengebiet. Da sind wir noch im Drachengebiet. Was für Drachen hast du da in der Anfangszeit entworfen? Ja, das fing eigentlich natürlich auch ganz langsam an. Ich habe nicht so komplizierte Modelle gebaut, weil mir das noch zu waghalsig war. Aber du weißt es ja selbst, man gewinnt an Erfahrung, wird sicherer und probiert neue Sachen steigt aus. Ja, genau. Aber der Übergang zu jetzt, zu Windspielen kam eigentlich auch dadurch, dass ich öfter auf Drachenfesten eingeladen worden bin und da fehlt dir der Wind. Bleiben wir nochmal bei Drachen. Okay. Bleiben wir erstmal mal bei Drachen.
innerhalb deiner Drachenbaukarriere hat es ja dann auch eine Entwicklung gegeben hin zu immer ausgetüftelteren Systemen. Was hat dich eigentlich dazu gebracht? Also was ich so besonders bei dir bewundere, ist dieses Spiel mit Materialien. Es ist ja nicht nur so, du nimmst eine Packung Spinnaker und du nimmst eine Packung Kohlefaser und die mixst du dann auf irgendeine wundersame Art zusammen. Nee, du hast hervorragende Ideen, Materialien mit reinzunehmen, auf die eigentlich ein normaler Mensch überhaupt nicht kommen würde. Wie kommt das? Wie kommst du zu diesem Materialmix? Das ist auch eine Sache, in die man denn langsam hereinkommt. Wie gesagt, ich bin mit klassischen Drachen angefangen. Da fehlt dir dann irgendwann der Reiz. Ich habe nach neuen Sachen gesucht, habe Neues ausprobiert. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, dass vielleicht nicht nur Spinnaker sich für den Drachenbau verwenden lässt, vielleicht kann ich auch anderes Material benutzen. Und so bin ich dann zum Beispiel auf durchsichtige Folie gekommen. Interessant ist denn dabei eben, die Folie darf nicht zu schwer sein, sie muss lichtbeständig sein, darf nicht porös werden. Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen. Wie kommst du auf dieses Material? Wie kann ich mir das vorstellen? Marschiert Rainer Hoffmann durch den Baumarkt, sieht zufällig eine Folie und ruft Hurra, Eureka? Oder wie kommt das dazu? Nein, das ist natürlich doch schon eine längere Suche und es läuft einem eigentlich auch nicht zufällig über den Weg. Ist also geplant? Ich sage es mal so, ich bin ja ständig auf der Suche. Ja. Und irgendwann entdeckt man zufällig etwas. Okay. So habe ich auch eben diese rote Folie, von der ich eben gerade eben gesprochen habe, zufällig in Berlin entdeckt. Der Laden heißt Modulor, vielleicht kennst du den. Ja. Sehr interessant. Die haben eine unwahrscheinlich breite Palette von verschiedenen Materialien. Und da kann man dann eben sich das wirklich mal angucken. Nicht nur im Internet, es ist, nützt mir keine Beschreibung, was, wenn das Material 0,3 mm dick ist, aber ich nicht weiß, ob es denn vielleicht doch brüchig ist. Ja. Oder Knickfalten denn eben erzeugt. Man muss es denn eben sehen und ausprobieren. Mhm. Interessant. Dann ist ja nicht nur die Designfrage, also ja, es ist natürlich die Designfrage, auf der anderen Seite arbeitest du ja auch als Drachenentwickler oder Drachendesigner für HQ Invendo. Ich kann mir vorstellen, dass die Brüder, wenn wir jetzt das Professionelle reinziehen, dass die Brüder noch mit ganz anderen Sachen an dich herantreten. Also auf der einen Seite ist der Künstler Rainer Hoffmann und auf der anderen Seite ist ein Massenproduzent wie HQ Invendo. Wie kommen diese beiden zusammen? Ja, das sind eigentlich zwei interessante, aber verschiedene Welten. Ja. Weil HQ Invendo natürlich immer sagt, der Drachen muss gut verpackbar sein, schnell aufbaubar sein, darf keine Spezialverbinder besitzen. Bei mir haben sie immer noch gesagt, möglichst mit Glasfaser. Die Auflage kenne ich nicht. Nein, das sind so eben auch Gedanken, die ich denn bei HQ Invento habe, denn eben Packmaße. Ich entwerfe dann auch eben gezielt die Drachen so, dass es eben nicht zu groß wird. Hm. Oder eben einfach zusammengelegt werden. Aber sind deine Ideen, die du dann dem Hersteller präsentierst, oder kommt der Hersteller auch und sagt, du Rainer, wie sieht es denn damit aus? Könnte man da was machen in der Richtung? Ich muss sagen, ich habe eigentlich recht freie Hand. Nein. Letztes Jahr war das erste Mal, dass ich gezielt eine Anfrage bekommen habe, eben Windspiele zu entwerfen. Da habe ich dann, ich glaube, 18 verschiedene Windspiele für HQ entworfen, die dann in einem Meeting sich angucken und dann beschließen, wie das weitere Vorgehen aussehen wird. Du sagst Windspiele. Windspiele, ich weiß nicht mehr, wann es war. Auf irgendeiner deutschen Meisterschaft kamst du an mit einem ganz besonderen Windspiel, einem Dinosaurier. Ja. Wie kam es dazu? Also der Aufblasbar, er saß auf dem Boden und der Kopf war oben in der Leine eingehängt. Ja, das kam eigentlich dadurch, dass Andreas Jenke den Buckelwal gebaut hat. Von Andreas, okay. Ja, in Originalgröße. Ja. Und das erste Mal denn eben ein Drachen oder ein Buckelwal in Originalgröße zu sehen, fand ich schon sehr beeindruckend. Ja. Und das war der ausschlaggebende Punkt für mich. Okay. Ich habe dann ein Modell gesucht, was ich dann auch 1:1 umsetzen kann. Und dieser Dinosaurier ist 13 Meter lang, das ist dann eben auch Originalgröße. Ganz interessant ist für mich dann auch immer dabei,
mich denn eigentlich mit der Materie zu beschäftigen. Ich habe mich mit Dinosauriern beschäftigt, viel darüber gelesen und dann auch eben festgestellt, was für eine Welt das damals gewesen ist. Und da bin ich dann zu dem Schluss gekommen, wenn ich jetzt eben nur diesen Elasmosaurus mache, diesen 13 Meter langen Dinosaurier, das ist zu wenig. Vor allen Dingen brauchte der ja, weil der Kopf eben in der Luft schwebt, noch ein Trägerdrachen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, denn eben ein Flugsaurier dafür zu nehmen. Und als ich dabei war, dieses Projekt umzusetzen, hatte ich im Spiegel gelesen, dass Paläontologen in New Mexico mit Hochleistungsrechnern die Stimme eines Parasaurolophus, heißt er, glaube ich, der ein unwahrscheinliches Geweih nach hinten hat. Da haben sie die Stimme nachgebildet. Die Stimme konnte man runterladen im Internet. Ein Kollege hat sie für mich, denn damals war das noch nicht so verbreitet, dann einfach was auf CD zu brennen, auf CD Das war noch Hightech gebrannt. seiner Genau, Zeit, genau. ja. Hat sie in unregelmäßigen Abständen auf die CD gebracht und gebrannt. Und ich habe dann auch noch Wissenschaftler in New Mexico angeschrieben, wie groß die Fußstapfen denn eben waren von diesem riesen Dinosaurier, und die sagten in 70 Zentimeter, und dann habe ich eben noch die passenden Fußstapfen hergestellt aus LKW-Plane, und die sind dann um diesen Dinosaurier rumgruppiert, und nebenbei ertönt noch die Stimme von diesem Parasaurolophus dann eben über Lautsprecher. Ich mir jetzt diese Geschichte ich wage nicht auszusprechen, diesem Saurier mir anhöre, du gehst da schon ganz schön verbissen und detailorientiert ans Werk. Ist das das Geheimnis von dir? Das weiß ich nicht, ob das das Geheimnis ist. Es fasziniert mich unwahrscheinlich. Genauso war das eben auch mit dem U-Boot, das ich gebaut habe. Ja. Das habe ich hier in der Husumer Bücherei entdeckt, damals, als ich mit meinen Kindern da war und dann Kinderbücher geguckt habe. Da sah ich auf einmal dieses ausgestellte Buch mit dem Cover von diesem Deep Diver. Da kommt wieder Andreas Jenke ins Spiel. Habe ich gedacht, oh Mensch, so ein U-Boot, das könntest du vielleicht auch in In 1 zu 1. Originalgröße bauen. Und ich habe lange im Internet recherchiert, bis ich dann eben diese Firma gefunden habe, die das hergestellt Ja. hat. Das ist eine amerikanische Firma, die habe ich angeschrieben, und die haben mir dann auch sofort ein Paket zugeschickt mit sämtlichen Informationen über das U-Boot, das ich dann auch so umgesetzt habe. Welche Schwierigkeiten hast du dabei? Oder also jetzt einfach mal so, ich habe eine Idee, ich gehe in die Bücherei, ich setze mich an die Nähmaschine, 3 Wochen später ist der Drachen fertig. Das nehme ich dir nicht ab, das ist bei keinem Drachenbauer. Plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Welche Schwierigkeiten, welche Hürden musst du umschiffen, bis die Idee, Deep Diver, dann auch in der Luft steht mit diesem riesigen gelben U-Boot? Das ist natürlich ein unwahrscheinlich langer Weg. Damals war das so, dass ich dann wirklich gesagt habe, ich habe ein Fahne-Projekt, was ich dann eigentlich nach Fahne entwickelt habe, den im Herbst so langsam gedanklich umgesetzt habe und im Winter dann eben genäht habe. Das U-Boot hat ziemlich lange gedauert. Ich baue oft ein Modell aus Tonpapier im Maßstab 1 zu 10, wo ich dann wirklich schon eben perfekt dann eben sehen kann, wie ich dieses Spinnaker nachher dann eben ausschneiden muss. Wie kommst du von der Zweidimensionalität des Buches aus der Bücherei zu der Dreidimensionalität deines Tonmodells, Papiermodells? Das ist jetzt kein Problem. Also ich sag mal, Auf manche Genialität. Also okay, bei einem U-Boot Röhrenform könnte ich noch folgen. Wenn ich jetzt aber beispielsweise an den Dinosaurier denke, da ein dreidimensionales Modell erstmal zu bauen, ohne jetzt irgendein Plüschtier aufschlitzen zu können, stelle ich mir Okay, wahrscheinlich schwer vor. da habe ich dann eben aus Ton eben den Kopf hergestellt, weil der Kopf eben sehr detailreich sein muss. Das heißt, du bist also auch noch Tonarbeiter. Genau. Okay. Den Ton lasse ich trocknen, Ja. bestreiche den mit Klarlack. Wenn der dann getrocknet ist, mische mir Pappmaché an, beklebe dann eben dieses Modell mit dem Pappmaché, lass es wieder trocknen. Nimm dann einen Stift, leg die Nähte fest, wo ich meine, dass sich das nachher am besten ausformt. Schneide es mit einem Skalpellmesser aus, leg es auf den Boden, walze es platt und vergrößere das dementsprechend.
quasi dieselbe Technik, wie Andreas Fischbacher sein vor 2 Jahren auf Final Classics erklärt hatte. Er hat halt den Pappmaché-Körper, wo er dann Papier drauflegt und dann umschneidet. Ja. Dazu noch eine kurze Geschichte. Ich bin mal angefangen, denn eben ein Modell zu bauen. Und da habe ich gedacht, okay, nun baust du ein halbes Modell. Das reicht ja vollkommen aus. Und ich habe dann eben ein halbes Modell hergestellt und dann entsprechend dazu aus Spinnaker die zweite Hälfte. Und als ich dann den Drachen in der Luft hatte, war ich doch enttäuscht, weil die beiden Hälften nicht das nötige Volumen hatten, die jetzt eben der Pinguin eigentlich haben sollte. Mhm. Also ich werde nie wieder ein halbes Modell herstellen, weil die Vorstellung reicht doch noch nicht aus. Mhm. Okay. War es nur die rechte Hälfte oder linke Hälfte? Oder? Es war dann eben nur die rechte Hälfte, ja. und die linke Hälfte fehlte. Ich okay. dachte, ich könnte mir das vorstellen. Ja. Aber Böser ich Fehler. Bin doch nur noch einer, der was in der Hand haben muss. Ja. Also die Haptik muss da sein. Okay. So ist es auch eben bei den dreidimensionalen oder bei den Kastendrachen, die ich dann eben entwerfe, wo ich auch oft mit einem Papiermodell arbeite. Okay. Wie beispielsweise undenkst dieses Modell hier, was du hier gezeigt hast. Das ist ja auch ein unwahrscheinlich faszinierender Drachen, den du da entworfen hast. Wieder ein totaler Mix aus verschiedenen Materialien und eine komplett neue Form. Wie ist die Entstehungsgeschichte von diesem Drachen gewesen? Ist es eigentlich so, dass ich nie einen Drachen eine spontane Idee habe, die gleich 100% fertig ist. Ich habe also genug Skizzenbücher. Die erste Idee kommt über Nacht. Die halte ich dann fest. Da bleibt dann eben diese Skizze vielleicht ein Jahr liegen, vielleicht 2 Jahre liegen. Und beim nächsten Durchgucken sagt er, oh Mensch, das ist toll. Da hast du noch eine Ergänzung. Dann habe ich die Ergänzung und dann setze ich das Modell vielleicht in Tonpapier um. Das heißt also auch so ein Kastendrachen setzt du dann erstmal in 1 zu 10 in Tonpapier um. Genau, genau. Okay. Wo ich dann aber eben sage, okay, das Verhältnis jetzt eben Länge, Breite gefällt mir noch nicht. Mhm. Beim Tonpapier ist es der Vorteil, man schmeißt es weg und hat ruckzuck ein neues Modell hergestellt. Wenn ich das, ich habe es mal versucht, eben am Computer mit einem 3D-Programm zu entwerfen, ist es wesentlich aufwendiger, wenn ich da alles ändern muss. Ich kann das auch zwar alles drehen, habe ja aber nur mein Gittermodell. Hm. Und mir fehlt einfach, dass eben diese Vorstellung, vor allem kann ich mir so vorstellen, wie der Drachen nachher am Himmel fliegen wird. Mhm. Hier habe ich auf der Rückseite mal aufgezeigt. Bleistift. Ja. Wie das vielleicht mit einem anderen Muster aussehen würde. Das hat mir dann aber nicht gefallen. Mhm. Hier habe ich auch schon diese rote Plastikfolie aufgegeben. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wenn du im Tonpapier vorbereitest, dann ist das nicht nur die Form, ist es dann auch schon das fertige Design, Farbdesign? Nein, nicht unbedingt. Ich bin eigentlich schon fast perfekt damit zufrieden. Aber wenn ich dann feststelle, okay, statt Rot passt Orange vielleicht doch besser, dann ändere ich das nicht mehr im Tonmodell, sondern noch am Fertigmodell. Also es geht aber das grundlegende Farbdesign ist dann auch schon auf dem Tonmodell vorhanden. Ja, das ist auch dort vorhanden schon. Wieder ein bisschen Akribie. Ne? Also, Herrlich. Rainer Hoffmann in 10 Jahren. Also ich kann ja sehen, also man kann ja wirklich so diesen roten Draht durch dein Schaffen sehen. Nicht? Also von Dinosauriern über diese 1:1 Modelle, naturgetreue Modelle wie der Deep Diver, jetzt hin zu Windspielen, die mehr abstrakt sind. Wie kamst du auf diese abstrakten Windspiele eigentlich? Die ja so eigentlich so überhaupt nichts mit Drachen zu tun haben. Ich sag mal, das Konstante bei mir ist die Veränderung. Mhm. Wenn ich ein Thema ausgiebig behandelt habe, in meinen Augen ausgiebig behandelt habe und kein neuer Reiz mehr da ist, dann suche ich etwas Neues. Und so bin ich dann eben auch auf diese Windspiele dann eben gekommen. Grundsätzlich auf die Windspiele bin ich auch nur gekommen, weil ich auf Drachenfesten eingeladen worden bin und da oft der Wind fehlte. Und ich gedacht habe, jetzt bist du hier und kannst keinen Drachen aufbauen. Nun, du musst dir irgendwas anderes überlegen. Mhm. So, diese Wespenspinne war dann auch eine Idee, die ich deswegen umgesetzt habe.
Aber wahrscheinlich nicht nur die Drachenfeste. Ich denke auch Tagespolitik hat wahrscheinlich auch einen gewissen Einfluss auf deine Arbeit. Ich denke mir da an, wie hieß es, Land unter oder 2 Zentimeter über, nicht? Ja, Die genau. Knapp Komposition. drüber. Knapp drüber, ja. Knapp vorbei. Tagespolitik, auch Einfluss auf deine Hände. Also möchtest du ein politisches Statement geben von ab und an? Wenn es angebracht ist, warum nicht? Ich würde es aber nicht gezielt machen wollen. Wenn ich denn eben das Bedürfnis habe, wenn es zu meinen künstlerischen Gedanken passt, ja. Wenn wirklich Not am Mann ist, Land unter ist, wie eben bei knapp drüber. Genau. Ja, dann muss was passieren. Gut. Rainer Hoffmann in 10 Jahren. Wo wird er da sein? Ja, das ist jetzt ein Blick in die Zukunft. Das ist natürlich schwer vorherzusagen. Momentan entwickle ich mich auch so in den künstlerischen Bereich, der nicht so viel mit Drachen zu tun hat. Ja. Das werde ich sicherlich weiterverfolgen. Und ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob die Drachen noch weiter bestehen können. Und ich denke auch, die Drachen werden auch immer weiter bestehen. Wie da die Entwicklung aussehen könnte, weiß ich nicht. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob ich mal wieder denn eben stablose Drachen baue. Aber da fehlt mir noch eben die zündende Damals. Idee. Was ist momentan für dich der Reiz beim Drachenbau oder bei den Windspielen? Was treibt dich? Ja, der Kick ist für mich immer etwas Neues auszuprobieren. Etwas, was es vorher noch nie so in der Form gegeben hat. Und natürlich dann eben auch neue Materialien zu verwenden. Und vielleicht auch ein kleines politisches Statement, wie du gerade eben sagtest, denn Zu wichtigen Themen. ja. Ja. Wenn irgendjemand von unseren Zuschauern jetzt wirklich sagen will, okay, ich habe bis heute nach Bauplan gebaut, ab morgen möchte ich irgendwas selbst erfinden. Was würdest du demjenigen mit auf den Weg geben wollen? Als erstes würde ich vielleicht sagen, nicht zu groß anfangen. Nicht zu kompliziert anfangen. Ein eigenes Design auf eine bestehende Drachenform umzusetzen. Und eigene Ideen finde ich oft in Architekturbüchern zum Beispiel. Da sind teilweise spannende Formen drin. Man muss nicht die ganze Form umsetzen, sondern vielleicht nur einen kleinen Ausschnitt davon. Und eben diesen Ausschnitt auf den Drachen auf das Maß zu vergrößern. Gut, also wieder der Weg in die Bücherei vertiefen und recherchieren. Die Bücherei war damals noch so wichtig, aber in der Zeit hat man ja das Internet und macht eine Bildersuche und wird darin schon teilweise ja erschlagen. Schlagen, gut. Aber die Recherche, ganz wichtig für den Starten des Projektes. Auf jeden Fall. Gut, super. Also, ihr Lieben, wenn ihr daheim sitzt mit einer Idee in eurem Zeichenbuch, Scrapbook oder auch im Kopf, schaut ins Internet, geht ran, wagt es. Und was Tolles dabei rauskommen kann, ja, das zeigen die Werke von Rainer par excellence. Rainer, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und dann toi, toi, toi. Und wirklich, also in 10 Jahren möchte ich auch weiterhin schöne, tolle Drachen von dir am Himmel sehen. Ja, wir werden sehen, was die Zeit mit sich bringt. Alles klar. Zumindest nicht landunter, dann ist es schon okay. Ich hoffe nicht. Alles klar. Also, ihr Lieben, bis dann. Tschüss. Tschüss.